Über den Umweg China kommt MG zurück, als Plug-in-Hybrid zum Kampfpreis. Der EHS soll im hart umkämpften SUV-Segment auf Kundenfang gehen. Hat er das Zeug zum Bestseller? Auf der Website von MG Europe kann man sich das Auto schon konfigurieren. Und ich habe da mal reingeguckt und das ist ein Konfigurator, der mir sehr gut gefällt, weil es gibt wirklich nur wenig Optionen. Im Prinzip handelt es sich um zwei Ausstattungslinien, entweder Komfort oder Luxury. Das hier ist Luxury, also die Top-Version. Und das erkennen wir an folgenden Merkmalen. Hier vorne ein Diamantgrill. Hier LED-Lichter. Farben gibt's, ich glaube, 4. Schwarz, Weiß, Rot und Silber. Also da ist nicht viel zu machen. Wir haben hier so einen Unterfahrschutz vorne für die SUV-Optik, die man hier haben möchte. Und dann gehen wir mal außen rum. Muss man jetzt wirklich Angst haben vor so einem China-Import-Modell? Ja, ist das eine Bedrohung für den Markt? Ich weiß es noch nicht. Das Auto ist wirklich günstig. Also die Basisversion gibt es schon ab rund 30.000 Euro und die ist schon recht gut ausgestattet. Die Luxusversion kostet 3.000 Euro mehr und ist natürlich noch ein bisschen besser ausgestattet. Am Heck zum Beispiel mit einer elektrischen Heckklappe. Und dann blicke ich auf einen Kofferraum, der 448 Liter fasst. Das ist also eine gut brauchbare Größe. Und was ich schön finde, wenn ich diesen Ladeboden öffne, also hier drunter ist natürlich jetzt nicht viel nutzbarer Platz, aber wenn der wieder einrastet, mal hinhören, richtig satt. Das ist echt schön. Auch der Griff hier aus Alu fühlt sich hochwertig an. Das ist insgesamt, wirklich macht das einen sehr schönen Eindruck. Das Sonnenrollo, das ist so ein bisschen fummelig und klapprig und fährt nicht so richtig zügig ein, aber finde ich verschmerzbar. Ansonsten schaue ich hier durch auf ein großes Touchscreen-Infotainment und das gucke ich mir jetzt aus der Nähe an. Ab in den Innenraum. Ich finde, im Innenraum kann man schon erahnen, dass es recht viel Auto fürs Geld gibt. Dieses etwas über 10 Zoll große Infotainment, das ist serienmäßig auch im Einstiegsmodell. Ebenso eine Bergabfahrhilfe und eine 360-Grad-Kamera, ein 360-Grad-Umfeldmonitor. Der ist auch Serie, allerdings muss ich schon sagen, die Kameras sind jetzt nicht so richtig hochauflösend. Aber um Parkrempler zu vermeiden, wird es schon genügen. Das Infotainment hier ist vielleicht nicht das am schnellsten reagierende, das ich kenne. Wenn wir jetzt mal die Navigation aufrufen, dann sieht man aber, das ist ein schönes, großes Fenster. Das ist wunderbar ablesbar, alles gut zu erkennen, auch aus der Fahrerposition. Ja, das spiegelt nicht. Wo man ein bisschen überlegen muss, wenn man jetzt zurück ins Hauptmenü möchte, dann gibt es dafür hier keine Taste. Die sind alle hier unten, beziehungsweise die Direktwahltaste fürs Hauptmenü. Ich kann hier auch nichts mehr wischen. Das ist der Home-Bildschirm. Fertig, aus. Das digitale Cockpit, das misst etwas über 12 Zoll, 12,3 Zoll sind es. Der EV-Mode hier, der lässt mich natürlich rein elektrisch fahren, wie üblich für einen Plug-in-Hybriden. Damit komme ich etwa 50 Kilometer weit, sagt der Hersteller. Die Anzeige hier sagt, ich habe noch 42 Kilometer Reichweite auf der Batterie. Und die Systemleistung hier drin liegt bei 258 PS, also gar nicht mal so wenig. Wir haben einen 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner und eine 90 kW Elektromaschine, die hier zusammenarbeiten. Alle Kraft geht an die Vorderräder. Trotz jeglicher Offroad-Insignien und hier Bergabfahrhilfe und hast du nicht gesehen, haben wir trotzdem einen Fronttriebler. Eine Automatik ist ebenfalls an Bord. 10 Fahrstufen gibt es. 6 davon entfallen auf den Benziner. 4 davon sind für den Elektrobetrieb gedacht. Wie sich das anfühlt, das gucke ich mir am besten während der Fahrt an. Und das machen wir doch jetzt mal, oder? So, Fahrstufe D. Los geht's. Das fühlt sich auf den ersten Metern aber schon mal sehr vernünftig an. Man muss sich das mal überlegen.
Das Auto ist gute 10.000 Euro günstiger als ein VW Tiguan als E-Hybrid. Ich finde, das ist schon ein Wort. Und hier im Innenraum, rein qualitativ, habe ich schon mal nichts zu bemängeln. Was ich angenehm finde, ist die Lenkung, das Handmoment der Lenkung. Trotz Elektrofahrbetrieb finde ich, es ist relativ laut hier drin. Also die E-Maschine hört man schon. Und ich habe schon bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten Windgeräusche hier vorne. Es stört nicht übermäßig, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Und der Antritt, wir probieren das jetzt mal im Elektromodus. Ja, der ist jetzt nicht so super drehmomentstark vom Fleck wegfetzen wie andere Elektroautos das machen, aber es geht schon vorwärts. Ja. Ich mache mal den Elektromodus aus. Wir nutzen mal alle Vortriebskraft, die wir haben. Okay, und dann nimmt er sich schon viel Zeit und wird dann sehr laut. Und auch so ein bisschen, ja, wie ich gerade sagte, das Handmoment finde ich eigentlich gut, aber die Lenkung wird so ein bisschen flatterig, wenn ich Gas gebe. Und dann doch wieder etwas leicht. Das ist jetzt nicht so super optimal. Auch da wird vermutlich ein Gewöhnungseffekt eintreten. Aber es ist jetzt nicht die große Kunst, würde ich sagen, was MG hier gemacht hat. Und es ist sehr laut. Das ist sehr, sehr laut. Der ganze Körper hier dröhnt. Also offensichtlich wurde, wenn man eine Stelle suchen müsste, an der gespart wurde, dann wohl am Dämmmaterial. Denn hier dröhnt es schon ganz schön. Der ganze Fahrgastraum ist ein Resonanzkörper, wie es scheint. Das könnte natürlich auf der langen Strecke so ein bisschen nervig werden. Also der Turbo setzt sehr spät ein. Das wird kein Auto sein, mit dem man ein Drag Race gewinnt, obwohl eigentlich MG angibt, dass er in 7 Sekunden oder knapp unter 7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen soll, was ja erstmal gar nicht so langsam klingt für ein Auto dieser Größe und Bauart, fühlt sich aber durchaus nicht so an. Und weil mich der Benziner hier ein bisschen nervt, gehe ich wieder in den Elektromodus. Da fährt es sich tatsächlich angenehmer, finde ich. Was übrigens nicht geht, ist, wenn man im EV-Modus fährt, die Heizung anzuschalten, denn die funktioniert dann nicht. Natürlich will das Auto so Energie sparen. Was funktioniert, ist die Sitzheizung. Die kann man sich dann anmachen. Wenn man also im Winter losfährt und möchte elektrisch unterwegs sein, dann wird es vielleicht 2-3 Minuten doch den Verbrenner brauchen, bis der Innenraum mal auf Temperatur gekommen ist. Aber dann kann man ja wieder umschalten. Was ich mit Blick auf meine Reichweitenanzeige sagen kann, ist, wir sind gestartet mit 41 Kilometern Reichweite auf dem Akku. Besonders viel Möglichkeit zum Rekuperieren gab es jetzt hier nicht. Ich war allerdings nur, ich würde mal schätzen, maximal 4 Kilometer unterwegs bisher. Jetzt stehen hier nur noch 31 drauf. Also das dürfte, wie man es auch bei anderen Herstellern hat, wenn die 50 Kilometer angeben, so bei um die 40, Ende 30 Kilometer rauskommen, was die Reichweite rein elektrisch betrifft. In der Stadt ist natürlich immer ein bisschen mehr, weil da mehr rekuperiert wird. Aber um lokal emissionsfrei zu fahren, taugt das durchaus. Also gut, ich fasse zusammen. So ein paar Dinge gibt es schon, die mir an dem Auto nicht gefallen. Damit fange ich mal an. Einerseits, der Lautstärkepegel im Innenraum ist selbst im Elektromodus beachtenswert hoch. Also innen hat man nie wirklich seine Ruhe, egal mit welchem Antrieb man gerade unterwegs ist. Und das kann durchaus zu einem echt nervigen Störfaktor werden. Und damit komme ich zu den Dingen, die mir sehr gut gefallen. Einerseits die Lenkung, die ich vor allem im Elektrobetrieb sehr angenehm finde. Das Fahrwerk ist super gespreizt zwischen Komfort und Direkt. Damit kommt man im Alltag super zurecht. Und ich finde auch das Design sehr gefällig eigentlich. Auch wenn sich MG hier vielleicht so an der einen oder anderen Stelle bei anderen Marken bedient hat, ist doch trotzdem ein auch für europäische Verhältnisse sehr gefälliges SUV entstanden, das sich hier ganz gut ins Straßenbild einfügt. Und besonders der Innenraum, der hat es mir echt angetan. Da kann ich überhaupt nicht motzen. Der ist ergonomisch gut gelöst.
übersichtlich, schön gemacht, hochwertig verarbeitet. Und das ist für eine Low-Budget-Variante wirklich fast schon mehr, als ich erwartet hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, der MG EHS wird auch in Deutschland den einen oder anderen Käufer überzeugen können.